Willkommen zu Tech Talk Live am Dienstag. Guten Abend. Ich bin AP und arbeite für Yamaha Music Europe als Synthesizer-Produktspezialist. Und heute Abend haben wir wieder ein spannendes Thema uns ausgesucht. Wir haben vor einigen Wochen oder gar Monaten im kleinen Meeting zusammengesessen und überlegt, dass der AD-Input, den wir heute als Thema haben, tatsächlich mal ein Thema für die Tech Talk Live Serie sein kann, weil man so unfassbar viel mit ihm machen kann, dass man es eigentlich schon gar nicht in diese halbe Stunde kriegt. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir wieder einen Tick überziehen werden, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ja, schönen guten Abend zusammen, schön, dass ihr dabei seid, freue mich. Und ja, ich will auch der Vorrede sozusagen oder mich mit der Vorrede etwas kurz fassen. Wir haben in Montage und MODX ja diesen AD-Input. Was ist eigentlich AD-Input? Was heißt AD? AD heißt einfach Analog Digital, also hier findet eine Wandlung von analog nach digital statt. An der Stelle kann man das im Prinzip gleich mal einflechten. In dem Moment, wo wir den AD-Input verwenden, um das natürlich gleich wieder hörbar aus den Ausgängen rauszubekommen, findet natürlich dann auch sofort die umgekehrte Wandlung von digital nach analog wieder statt, nämlich in dem Moment, wo das Signal den Montage oder MODX über die Klinkenbuchsen verlässt. Aber wir können natürlich den AD-Input auch digital verwenden. Das heißt, es findet eine Wandlung von analog nach digital statt, die dann über USB an zum Beispiel eine DAW weitergegeben wird, an ein iOS-Device, an was auch immer. Und insofern kann man an der Stelle gleich dazu sagen, wir haben da wirklich auch ja High-Quality-Wandler drin. Wir können mit normal 44.1 wandeln. Wir können aber auch bis zu 192 kHz, wenn jemand mal wirklich eine richtig hochqualitative Aufnahme machen möchte, Audioaufnahme machen möchte. Das gilt sowohl für die Wandlung von den montageinternen Parts, aber eben auch für den AD-Input. Nun ist es so, dass ich hier, ihr seht das schon auf meinem Instrument, habe ich jetzt hier diesen kleinen Submixer Yamaha AG03 dazwischen geschaltet oder davor geschaltet, vor den AD-Input. Das ist nicht zwangsläufig notwendig. Man kann natürlich ganz normal mit zwei Klinkenkabeln in den AD-Input gehen oder man kann auch mit dem Mikrofon dort direkt reingehen. Beim Mikrofon beginnt es aber schon damit, dass man im Grunde genommen einen passenden Adapter haben muss, der von XLR, Mikrofone sind ja in der Regel mit XLR angeschlossen, von XLR eben auf Klinke wirklich auch richtig gelötet ist oder richtig konfiguriert, sozusagen richtig gefertigt ist, sagen wir es mal so, damit er auch wirklich funktioniert. Den kann man dann auch mit diesem Adapter dann eben direkt an der Klinke anschließen. Wenn man so ein kleines Mischpult zwischenschaltet, und die sind wirklich nicht teuer, diese Mischpulte, und wie man sieht, passt das eigentlich auch gerade so ideal hier hin. Dann hat man natürlich dieses Problem so ein bisschen beseitigt, indem ich hier direkt eben mit dem XLR-Stecker rein kann. Ach, ich muss mal auf die Dings umschalten. Entschuldigung, ich erzähle die ganze Zeit über das Instrument und habe noch gar nicht die Kamera oben. Guten Abend nochmal an alle, die später reingeschaltet haben. Ich kann hier eben direkt mit dem XLR-Eingang reingehen. Ich habe dann noch zusätzlich Klinkeneingänge für ein Instrument oder sowas. Das ist jetzt die kleine Variante. Das gibt es auch nochmal als AG06. Da hat man dann sogar zwei Stereo-Eingänge oder zwei jeweils Mono-Einzel-Eingänge, die man eben Stereo verwenden kann für angeschlossene, externe angeschlossene Signale. Und man kann eben auch dann das so ein bisschen beeinflussen von der Lautstärke hier direkt, was reingeht in den AD-Input. Also insofern das ist eine ganz gute Idee, das da vorzuschalten, aber ist keine Bedingung. Funktioniert natürlich auch alles ohne das. Wir können, ich sag mal, die Hauptanwendungsfälle für den AD-Input sind eigentlich zunächst mal natürlich, ich habe vielleicht ein zweites Keyboard auf der Bühne, ich arbeite mit zwei Keyboards und möchte aber nur ein Klinkenkabel an den entweder Submixer oder an den FOH schicken, dann kann ich zum Beispiel das zweite Keyboard einfach an den AD-Input anschließen. Und der Vorteil ist, dass die Gesamtlautstärke der Keyboards dann tatsächlich auf diesem Fader liegt. Das heißt also, wenn ich die Gesamtlautstärke immer mal so ein bisschen anpassen muss, weil ja manchmal so unterschiedliche Situationen sind oder die Sounds ein bisschen unterschiedlich nicht so ganz ausgebalanced sind, dann habe ich natürlich einmal das externe Keyboard, hat vielleicht einen Lautstärkeregler, wo ich das separat regeln kann im Verhältnis zu dem, was ich unten habe oder oben, wie auch immer man das dreht. Und über den Fader habe ich dann aber die Kontrolle über meine beiden Klangerzeuger. Das ist eine wirklich gute Geschichte.
Wir haben den AD-Input, ich zeige es einmal ganz kurz, wenn ich jetzt in die Performance reingehe im Common-Bereich und ich gehe einfach in den Edit-Bereich, dann stehe ich ja zunächst auf General und dann gehe ich auf AD-Input oder Audio-In in dem Fall. Und hier habe ich alle Parameter zur Verfügung, die dort jetzt dafür zuständig sind. Hier kann ich einmal Stereo konfigurieren oder links und rechts Mono oder dann links, rechts Mono einzeln sozusagen, wenn ich jetzt nur ein Kabel dran hätte, zum Beispiel ein Mono-Instrument oder so zum Beispiel. Hier habe ich dann Lautstärke, Panorama, Trockenes Level, Variation und Reverb Send. Das ist natürlich klar, die Performance, die ich gerade geladen habe, da habe ich ja Systemeffekte, Variation und Reverb, die kann ich eben auch von dem AD-Input senden, nutzen und ich kann eben bestimmen, wo soll das Signal rausgehen, in dem Fall jetzt Main LR. Gibt es aber auch noch andere, ich komme da nochmal drauf zurück gleich, wir werden das dann nochmal umstellen. Insofern lasse ich das gerade mal dabei. Achso, was ich vergessen habe, wir haben natürlich hier auch in dem Bereich noch dann eben diese Routing-Übersicht, die genau aussieht wie im regulären Part. Das heißt, das verhält sich hier auch ganz genauso wie in jedem der 16 Montage-Parts oder MODX-Parts. Und ich habe dann eben hier meine Insert-Effekte, die ich verwenden kann. Und ich habe zusätzlich noch diesen Part-EQ, der eben für den AD-Input sozusagen als Part auch gilt oder beziehungsweise auch genutzt werden kann. Das ist mal so der kleine Überblick. Ich habe zusätzlich natürlich noch, wenn ich jetzt hier nochmal von Performance Home ausgehend in den Mixing-Bereich gehe, habe ich hier natürlich auch nochmal den AD-Input mit den Reverb- und Variation-Send-Panorama oder beziehungsweise Dry-Level-Panorama und die Lautstärke. All diese Parameter, die ich jetzt hier gerade eben gezeigt habe, auch natürlich die von den Insert-Effekten. Wir hatten ja die Insert-Effekte in den letzten Episoden von TechTalk Live schon uns genauer angeguckt. All diese Parameter der Effekte und auch die Parameter, die ich jetzt hier gerade offen habe, habe ich natürlich auch wieder die Möglichkeit, die in die Motion Control Synthesis Engine einzubinden. Das heißt Super Knob, Assignable Knobs, Pitch Bend, Modulation Wheel, Assignable Knobs und so weiter. Kann ich das alles mit einbinden und kann das alles darin steuern. Dazu zählen natürlich auch, nicht zu vergessen, die nicht physischen Controller, wie zum Beispiel Envelope Follower, den wir nachher auch noch uns angucken, und auch die Motion Sequence Lane. Und ja, soweit, so gut. Was kann man mit dem AD-Input noch machen, wenn man ihn jetzt nicht als sozusagen Submix, ein Input für externe Signale von anderen Instrumenten nimmt? Natürlich, Vocoder ist ein wichtiges Thema. Das heißt, ich kann mit einem Mikrofon eben den Vocoder ansteuern über den AD-Input. Und der Envelope-Follower, hatte ich ja gesagt, ist eine nicht physische Controller-Source, also Controller-Quelle. Auch die kann ihr Signal sowohl von intern beziehen, als auch von extern, sprich über ein extern angeschlossenes Instrument oder über eine andere Klangquelle. Oder beim Envelope-Follower ist es ja sogar so, dass ich theoretisch, ich könnte das Mikrofon des Percussion-Spielers nehmen und könnte das als Modulation Source in den AD-Input einbringen und dann eben damit Parameter steuern, als in der Controllers Destination dann eben entsprechend. Ein weiterer Anwendungsfall ist Autobeat Sync. Ich habe leider, muss man sagen, Klammer auf, Klammer zu, hier und da mal ein Video gesehen, wo ich festgestellt habe, dass der Envelope Follower und Autobeat Sync verwechselt wurden, wirklich verwechselt, hat irgendwie jemand ein Video gedreht, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob er jetzt im Titel Autobeat Sync geschrieben hat und beschrieb den Envelope Follower oder ob es umgekehrt war. Auf jeden Fall wird das ab und zu ein bisschen miteinander verwechselt. Muss man ganz klar sagen, Autobeat Sync hat nichts mit dem Envelope Follower zu tun, gar nichts. Autobeat Sync ermöglicht ganz einfach über ein extern auch eingeschliffenes Audiosignal die interne MIDI-Clock des Instruments entsprechend zu steuern, also das heißt Tempowechsel mitzumachen und so weiter und so fort. Und das heißt, die Synchronisation gibt es drei Optionen, gucken wir auch gleich im Display. Da gibt es drei Optionen, einmal interne Synchronisation, über MIDI die Synchronisation und über den AD-Input. Und AD-Input heißt, ich bekomme ein Audiosignal da rein, das natürlich entsprechend ein bisschen in gewissen Rahmen sein muss. Und das kann dann den Arpeggiator und den Sequencer steuern. Also das heißt, die interne MIDI-Clock, alles, was über die MIDI-Clock läuft, und das ist der Arpeggiator, der Sequencer, auch die Audition-Demos, alles läuft über die interne MIDI-Clock. All das kann dann eben über dieses externe Audiosignal mit Hilfe von Autobeat Sync synchronisiert werden. Das wäre so der sozusagen kleiner
extra Anwendungsfall nochmal. Okay, ich beginne jetzt mal mit dem ersten Beispiel. Und zwar habe ich jetzt hier, ich habe das jetzt nicht alles unter die Kamera gepackt, aber erläutere halt einfach, was hier passiert. Ich habe jetzt hier neben dem Montage noch ein Reface CS stehen. Das simuliert jetzt sozusagen mein zweites Keyboard, steht ein bisschen weit weg. Ich kann da jetzt nicht direkt so unbedingt drauf spielen, muss ich einfach nochmal so rübergreifen. Ich würde jetzt einmal erstmal zeigen, wie die Konfiguration ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eben externes Keyboard anschließen will und da auch zum Beispiel die internen Effekte, die Insert-Effekte dieses AD-Inputs nutzen, wenn vielleicht das extern angeschlossene Instrument selbst entweder gar keine Effekte hat. Kann ja sein, dass das ein alter Synthesizer ist, der gar keine eigenen Effekte hat, oder es kann sein, es kann ja auch eine Akustikgitarre sein, was auch immer. Und das würde ich jetzt als erstes einmal zeigen und natürlich einmal ganz kurz das Mikrofon auch. Also beginnen wir vielleicht mal ganz kurz mit dem Mikrofon. Ich habe jetzt hier ein Mikrofon direkt angeschlossen an dem AG03 und ich gehe jetzt einfach einmal in meine Performance nochmal in den Edit-Bereich, wo wir eben schon waren, und zwar hier jetzt in den Insert A. Ich habe das Mikrofon im Moment jetzt noch zu hier, weil ich ja jetzt oft über das andere Mikrofon spreche. Und ich gehe jetzt einfach mal hier in Reverb und gehe mal hier bei den Presets. Das hatten wir ja letztes Mal auch gesagt, dass wir in den ganzen Effekten oftmals gute Presets haben. Nehmen wir mal hier den Large Hall, gehe über den Drive komplett zurück. Und jetzt schalte ich einmal kurz mein normales Mikro aus und das andere Mikro ein. Jetzt spreche ich praktisch über den Montage und jetzt kann ich hier also heute mal die Ansage an die Gemeinde aus dem Kölner Dom machen. Ich würde euch gern was singen, aber wir dürfen hier keine Copyright-Protected Songs spielen. Insofern fällt das flach. Ich stelle mal wieder oben auf das normale Mikrofon. Soweit. Ja, und ich kann natürlich auch, ich gehe hier mal wieder zurück auf Flu, hier mein Reface CS, ich fasse da einmal kurz auf die Tastatur. Das ist halt der Sound, ein ganz einfacher kleiner Sägezahn-Sound, den ich jetzt auf diesem Reface CS habe. Und damit ich da nicht so hier die quasi Grätsche machen muss, habe ich hier so einen kleinen Arpeggiator auf dem iPad geladen und den lasse ich jetzt einfach mal laufen. So, jetzt kann ich das hier über mein Mischpult regeln. Und jetzt kann ich natürlich eben, wie gesagt, ich habe jetzt die Reface CS hat ja eigene Effekte, die habe ich jetzt mal deaktiviert, um einfach mal zu simulieren. Ich hätte jetzt ein Instrument, das hat keine eigenen Effekte. Und ich kann übrigens das Mikro erstmal wegpacken hier. Jetzt kann ich eben hier zum Beispiel sagen, ich gehe mal auf Delay, Tempo Cross, Delay, wo sind wir hier? Dort, Tempo Cross. Wieder erstmal von ganz links anfangen und dann. Und ich habe natürlich einen zweiten Insert-Effekt. Letzte Woche hatten wir ja diese sogenannten Tech-Effekte. Und da könnte ich jetzt hier zum Beispiel auch nochmal so einen Ring-Modulation oben drauf packen. Entschuldigung, das war natürlich der falsche. Da wollte ich hin, Dry-Wet. Und dann gucken wir mal. Und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten sind nahezu auch endlos hier. Ne? Wie gesagt, zwei Insert-Effekte, die ich im Routing immer bestimmen kann, ob A nach B oder B nach A, Entschuldigung. Und ja, wie gesagt, der Equalizer ist eben auch noch möglich. Und das wäre jetzt so die eine Anwendung, wahrscheinlich eine der häufigst gebräuchlichen Anwendungen des AD-Inputs zunächst mal. Und wie ich es schon vorhin schon sagte, ich kann das jetzt hier auch noch einmal laufen lassen, kurz. Ne? Die Lautstärke beider Instrumente ändert sich halt mit dem Main Volume. Das ist eine ganz gute Geschichte eben, um mal schnell was anzupassen. Gut, im zweiten Beispiel möchte ich den Vocoder kurz zeigen. Dafür habe ich auch wieder, und zwar habe ich die Performance von letzter Woche, dieses FMX-Pad, das ich letzte Woche benutzt habe, um den Wave-Folder zu zeigen. Die habe ich ein bisschen umgebaut und dort den Vocoder auf den FMX-Part draufgesetzt.
Und es ist jetzt so, der Vocoder ist ja, wenn man es technisch sieht, eigentlich gar kein Effekt, sondern im Grunde genommen eine Modulationsquelle oder ein Modulator, müsste man vielleicht auch sagen. Und ich kann die Modulation des Vocoders auch übers Mikrofon kommen lassen. Ich kann aber auch einen internen Part verwenden. Ich werde beides hier einmal ganz kurz zeigen. Vorweg aber einmal zum Vocoder ganz kurz so zwei kleine Folien wieder, wie man früher gesagt hätte. Und zwar ist es so, dass auch Blake Angelos aus USA hier diese Beschreibung eines Vocoders bei Wikipedia gefunden hat. Und im englischen Wikipedia gibt es die. Interessant ist hierbei, finde ich, besonders, dass dieser Herr Dudley das 1940 schon hatte, also wie früh das doch schon losging mit solchen technischen Geschichten. Und hier ist es eben so aufgebaut, dass in diesen sozusagen in diesen Spalten von der Idee über Brain finde ich klasse, dann die Message Carrier, Modulators, Radiator und Speech. Also ist das so ein bisschen schön in so Sektionen aufgeteilt. Wenn man jetzt mal diese Message-Sektion sich anguckt, da findet im Grunde genommen eine Teilung zwischen Spectrum und Fundamental Frequency statt. Also das Frequenzspektrum, eher so die Obertonbereiche und die Grundfrequenz werden hier sozusagen gesplittet. Das Spektrum geht dann direkt in diese sogenannte Selective Transmission. Das ist sicherlich so eine, man würde sagen, könnte auch sagen, Filterbox, in der diverse Filter dann eben das wieder selektieren lassen, welche Frequenzen durchgehen sollen. Dann gibt es auf der Fundamental Frequency Ebene sozusagen einmal diesen Pitch Bias und das ist sozusagen Tonhöhenvorspannung, die dann auf diesen Schalter geht zwischen Bass und Hiss. Bass ist das Summen und Hiss ist es das, die S-Laute, also die Zischlaute. Und dann gibt es diesen Carrier-Switch, der eben sagt, welcher Träger soll hier greifen? Sollen das mehr die Zischlaute sein oder soll das mehr diese Summenfrequenzen sein? Das geht dann eben auch in diese Selective Transmission Box mit diesen mit Sicherheit etlichen Filtern drin und dann eben an den Speaker. Nun ist das hier ja eine Übersicht, wo das nichts mit dem Synthesizer zu tun hat. Hier gibt es keine Tastatur und nichts. Für uns sieht das ja ein bisschen anders aus. Ich habe darum nochmal eine weitere kleine Übersicht gemacht, wie das für einen Synthesizer aussieht. Und hier ist es halt so, dass wir, wenn wir von links anfangen, über diesen Modulator haben wir halt das Mikrofon. Das ist die Modulationsquelle. Die geht über diverse Bandpassfilter. Das müssen jetzt nicht vier sein, das können weniger, aber auch viel mehr sein. Und dann haben wir auch das sogenannte Trägersignal, hier Carrier, was eben der entsprechende, in unserem Fall Montag oder Elmo Degis Part wäre, der Sound, der eigentliche Klang, den wir modulieren, der auch über Bandpassfilter geht. Und dann wird eben hinten das Signal entsprechend zusammengemischt, beziehungsweise die Modulationsquelle moduliert dann eben dieses Trägersignal, bevor es an den Speaker geht. Das ist das Grundprinzip eines Vocoders. Zurück in die Übersicht und zu unserem Pad oder zu meinem Pad. Ich werde jetzt wieder mein Mikrofon hier dazu holen. Einmal kurz die Performance noch beschreiben. Ich habe hier auf dem Assignable Knob Nummer 7 habe ich den Vocoder Dry-Wet-Regler einfach gelegt, sodass ich da eben nahtlos einblenden kann bis zu 100% Vocoder oder eben 100% ohne Vocoder. Dann habe ich hier noch die Effekte drauf. Und habe zusätzlich, das ist vom letzten Mal, wie gesagt, die Performance, wo der Wave-Folder verwendet wurde. Dann habe ich einmal den Wave-Folder auf dem Aftertouch. Ganz interessante Geschichte auch, weil diese Zischlaute, die durch den oder dieses Zischgeräusch, was durch den Wave-Folder entsteht, eben auch tatsächlich den Vocoder anders anspricht als jetzt ein Trägersignal durch das Mikrofon. Und ich habe zusätzlich auch noch diese Wave-Folder-Sequence, die ich eben einblenden kann, die dann nochmal so ein rhythmisches Element reinbringt und ich habe es ja auch letztes Mal schon gesagt und gezeigt, ich kann den Wavefolder inklusive der Sequenz eben auch mit dem Modulationsrad einblenden. Ich sage das jetzt alles deswegen vorher, weil ich mein Hauptmikrofon jetzt wieder ausschalte und nur dieses Mikrofon verwende und dann werde ich über den Vocoder wieder zu euch sprechen sozusagen. Ich bin gespannt, ob alles funktioniert.
Ich spreche jetzt durch den Vocoder ohne Effekte. Ich glaube, man kann es hoffentlich einigermaßen verstehen. Gerade spreche ich über Death Major 7. Interessanter Aspekt. Ich kann natürlich das Pad auch etwas dazu blenden. Jetzt kommt der Wavefolder über den Aftertouch. Der bringt so ein bisschen das Gezischel mit hinein. Und verfremdet die Stimme zusätzlich. Und so kann es dann weitergehen, auch mit der Wavefolder-Sequence, die ich über das Modulation hier einblende. Ich kann selbst natürlich auch mit der Schritte nur beisteuern. Und so kann es weitergehen, bis morgen hinlaufen. Soweit mal diese kleine mit Augenzwinkern versehene Dokumentation oder Demonstration des Vocoders. Jetzt habe ich ja gesagt, man kann den Vocoder und auch den Envelope Follower nicht nur von einem Mikrofon ansteuern, sondern auch von internen Parts. Und das habe ich jetzt hier soweit schon vorbereitet. Ich drehe also den Vocoder erstmal wieder zu. Alles soweit auf den Standardwert hier. Und jetzt habe ich hier im Part 2 und in der Szene 2 habe ich jetzt ein Arpeggio auf diesem Drum-Part liegen. Dieser Drum-Part ist sozusagen entliehen aus der Preset-Performance Pearly Gates. Und wer die kennt, die hat in einer oder zwei Szenen hat sie ein Arpeggio, das auch so Vokaleffekte mit integriert hat, also die in dem Drumset mit eingebaut sozusagen sind. Und die eignen sich wirklich auch sehr, sehr gut, um damit eben den Vocoder anzusteuern. Und das ist das, was ich jetzt eben nochmal zeigen möchte. Also es ist dasselbe Pad und ich gehe einfach über den Assignable Knob 7 jetzt hier über Drive dann eben rein in den Vocoder. Sorry, ich habe natürlich vergessen, ich muss natürlich die Quelle umstellen. So ist das, wenn man nicht auf seine Notizen guckt. Und zwar muss ich natürlich einmal in den Edit-Bereich und muss jetzt in diesen Vocoder rein. Das heißt, ich gehe hier zu Effekten, Insert B ist der Vocoder. So, und hier ist die Modulationsquelle. Die muss ich natürlich umstellen, das habe ich eben vergessen. Das heißt, der steht hier auf AD-Input. Das heißt, er würde jetzt immer noch auf das Mikrofon reagieren. Und ich habe jetzt ja hier ein Part 2 des Drumset. So, und jetzt sollte das tatsächlich dann funktionieren.
Ja, so kann das funktionieren, wenn man eben den Vocoder mit einem internen Part ansteuert. Das kann natürlich auch jeder andere, jeder Arpeggio-Part sein. Das muss jetzt nicht ein Drumset sein. Wie auch immer. Weiter geht's zum nächsten Punkt. Und zwar haben wir jetzt das Thema Envelope-Follower. Irgendwo bin ich hier ein klein bisschen durcheinander. Genau. Envelope Follower, und zwar habe ich dafür auch eine Performance, die es in Montage Expanded gibt. Das ist, die heißt ursprünglich Cold Days in May. Die habe ich jetzt einfach umbenannt und habe dort den Envelope Follower eingebaut sozusagen. Beziehungsweise der Envelope Follower war vorher schon drin, aber ich habe die jetzt nochmal speziell ein bisschen auf dieses Beispiel angepasst. Hier ist es so, dass es einen ganz einfachen Synth-String-Part gibt. Und dieser Synth-String-Part wird von einem Drumpad über den Envelope-Follower angesteuert. Das heißt, wenn ich jetzt die Drums einblende, dann beginnt der Envelope-Follower diesen Part anzusprechen und entsprechend zu modulieren. Ich zeige das einmal ganz kurz. Ja, und man hört, wie feinfühlig man da im Grunde um ganz unterschiedliche Pattern erreichen kann. Es ist immer derselbe Drumgroove und lediglich die unterschiedliche Lautstärke, die natürlich mehr oder weniger Transienten dann auf den Envelope-Follower wirken lässt, desto mehr bewegt sich sozusagen der Part in unterschiedlichen Pattern. Also der Envelope-Follower ist ja auch im Grunde genommen kein Effekt, sondern eben, wie schon gesagt, eine nicht physische Controller Source, also eine Controller Quelle. Und das Eingangssignal kann in diesem Fall eben auch wie beim Vocoder ein interner Part sein, so wie ich das hier jetzt gerade gezeigt habe. Hier mache ich es jetzt quasi umgekehrt als wie beim letzten Beispiel. Hier beginne ich mit dem internen Part und ich kann es aber eben auch von extern über den AD-Input sozusagen einschleifen, wenn man so will. Und das ist das, was ich jetzt einmal hier umschalten werde. Und zwar habe ich jetzt hier auf meinem iPhone die App Synthbook. Ui, da war sie schon. Ich muss mal hier ganz kurz muten. So, das ist das sogenannte Synthbook App und darin gibt es den Music Remixer. Ich lege das jetzt hier mal so hin, dass man das sehen kann. Uiuiui. So. Ja, und dieser Music Remixer, der bietet halt so kleine Drum Grooves und so weiter und so fort. Da kann man einfach direkt so starten. Und das möchte ich jetzt als Modulationsquelle für diesen Envelope Follower nehmen. Genau auf demselben Part, den ich eben schon verwendet habe. Ich gehe also in dem Fall in den Part hinein und gehe auf Edit und dort jetzt in den wieder zu den Effekten, der Envelope Follower. Entschuldigung, das ist natürlich nicht richtig, sondern ich muss unter Modulation und Control gehen. Control Assign. Und hier im Display Filter zunächst mal suche ich mir den Envelope Follower jetzt, der im Augenblick aktiv ist, nämlich der vom Part 3 kommt. Das beginnt ja mit Part 1. Dieses 1 steht immer für den jeweiligen Part, also Envelope Follower 1, 2, 3 und so weiter bis 16. Und hier ist der Envelope Follower 3. Das ist also der im Moment aktive Envelope Follower. Und im Moment bin ich ja im Displayfilter, das heißt, ich habe den jetzt im Augenblick im Displayfilter bloß angezeigt. Und über Source kann ich jetzt den Envelope Follower neu zuweisen, kann ihm also eine andere Modulationsquelle zuweisen. Das heißt, ich drehe jetzt hier ganz unten, bis ich zum AD-Input komme.
da ist er, Envelope Follower AD nennt sich der. Dann bestätige ich das und jetzt kann ich dieses Pad spielen und eben von extern über diesen Drum Groove, den ich jetzt hier habe, kann ich das ebenso modulieren. Jetzt gibt es hier direkt, das kann ich direkt auch gleich, bevor ich anfange, reingehen, hier diese Edit-Taste Envelope Follower. Hier sind die fraglichen Parameter, die ich beeinflussen kann, um eben auch wiederum unterschiedliche Pattern damit zu erreichen. Natürlich ist die Modulation dieser Ablauf sozusagen, der rhythmische Ablauf der Modulation ist immer abhängig einmal von dem Eingangssignal und natürlich von diesen Parametern, die ich hier einstelle. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen, spiele einfach einen Akkord wieder und dann gucken wir mal, was passiert. Jetzt ist es natürlich so, im Augenblick ist dieser Drum Groove zu hören. Vielleicht möchte ich das nicht, vielleicht möchte ich diesen AD-Input oder was immer dort als Signal reinkommt, nur als Modulationsquelle haben, aber eben das Originalsignal eigentlich nicht hören. Dann gehe ich eben einmal hier in den Common-Bereich der Performance, in den Audio-Input. Und beim Mixing habe ich hier die Möglichkeit, das sagte ich das vorhin, dass ich da nochmal drauf zurückkomme wieder, hier gehe ich einfach jetzt auf Off. Und dann kann ich meinen Drum Groove hier wieder starten und er ist nicht mehr zu hören. Aber wenn ich jetzt wieder in meinen Part, in den Edit-Bereich gehe, da wo ich eben war, Edit Envelope Follower, dann kann ich das eben. Jetzt habe ich ganz kurz nochmal auf einen anderen Groove umgeschaltet. Man sieht also, mit den drei Parametern, mit diesem Gain, Attack und Release, habe ich halt immer Einfluss auf die jeweilige, auf dieses jeweilige Pattern, was dadurch entsteht. Und natürlich durch das Eingangssignal, was jetzt hier von dem externen Groove reinkommt. Wenn sich das ändert, ändert sich natürlich logischerweise das Pattern entsprechend auch. Ja, das wäre der Envelope Follower. Und last but not least haben wir jetzt noch das Thema Autobeat-Sync. Auch dafür werde ich diese App verwenden, die ich hier auf dem iPhone habe, weil es im Grunde genommen ja auch gut ist, von dort aus das Signal für die Drums zu kriegen. Ich gehe hier gleich einmal umschalten in den entsprechenden Bereich. Und es ist so, Autobeat-Sync, wie schon gesagt, ich gehe hier einmal ganz kurz komplett raus. Und nehme gleich mal die Performance, die ich dann nachher auch verwenden will. Das ist eine Preset-Performance. Und zwar DJ Montage hat sich da bewährt. Ich gehe jetzt einmal ins Utility zunächst und zeige, wo man diese Synchronisation überhaupt einstellt. Entschuldigung. Und zwar bei den Settings und dann MIDI.io. Da haben wir hier die Synchronisation, die im Moment auf Internal steht. Da gibt es, wie gesagt, vorhin schon gesagt, die Option MIDI und AD Input. Und AD Input ist das, was ich jetzt hier eben entsprechend verwenden möchte. Ich kann im Grunde genommen, wie vorhin schon gesagt, ich kann Arpeggios, also ganz normal Arpeggios, die jetzt in eine Performance eingebunden sind, damit steuern, den Pattern Sequencer, Audition Demo, alles wird ja über die interne Clock vom Tempo her gesteuert. Und hier ist es jetzt so, dass dieser AD-Input oder dieses Autobeat-Sync sozusagen eben entsprechend die interne MIDI-Clock beeinflusst. Wenn man jetzt ein akustisches Signal nimmt, wie zum Beispiel die Bassdrum eines Drummers, das kann man machen, muss man natürlich auch ein entsprechend gutes Mikrofonsignal haben. Das muss gut gepegelt sein. Das muss man einfach ausprobieren dann, wie das funktioniert und dass es eben auch funktioniert. Natürlich muss man ein separates Mikrofon dafür nehmen, nicht das Mikrofon, was jetzt meinetwegen zur PA geht. Und dann kann man einfach auch, muss man natürlich auch immer gucken, was spielt der Drummer dazu. Ne? Also das muss dann schon alles ein bisschen aufeinander abgestimmt sein.
Es muss halt ein konstanter Beat natürlich durchgehen, den dieser Auto-Bezüng dann auffangen kann und danach dann die entsprechende Synchronisation vornehmen. So, ich brauche hier jetzt den B-Drum, habe ich gesagt. Das ist mein Groove, der jetzt zur Synchronisation dieser Performance dienen soll. Und ich betätige jetzt einfach den Audition-Button hier. Ich hatte es ja gesagt, auch Audition folgt ja dieser MIDI-Clock. Und dann kann ich an meiner App das Tempo ändern und das Tempo des Audition-Demos ändert sich mit. Und hier ist es ja auch so, dass ich im Normalfall das Signal des eingehenden Drum Grooves jetzt hier in dem Fall oder der Bassdrum oder was es auch immer ist, was ich als externe Quelle verwende, eben nicht durch die Ausgänge des Montages nochmal hören möchte. Auch da gehe ich dann eben im Common-Bereich in den Edit-Modus und gehe hier beim AD-Input eben auf Off, sodass der Ausgang einfach gemutet ist. Und jetzt kommt das Signal nicht gleichzeitig aus den Main-Outs raus, aber die Synchronisation funktioniert natürlich trotzdem. Ne? Muss natürlich das Audition nehmen. Ja, wie man sieht, das geht in einem sehr, sehr weiten Bereich, wird das synchronisiert und funktioniert wunderbar, wenn man so einen Solid Groove hat. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer kleinen, fast am Ende sozusagen unserer kleinen Tech Talk Live-Serie. Wie immer an der Stelle einmal kurz, machen wir gern auf unsere Services aufmerksam. Da wäre heute mal allem voran yamahasynth.com, unsere zentrale Anlaufstelle, wenn es um Yamaha Synthesizer geht, um unsere ganze Produktlinie, die eben inzwischen auch die Stage Keyboards mit einschließt, also CP, YC, MX, Montage, MODX und so weiter und so fort. Und wir haben dort eben Artikel und jede Menge Videos, Links zu Videos und natürlich ein sehr, sehr gut moderiertes Forum. Dann haben wir Sound Mondo für den gesamten, für den gleichen Bereich an Instrumenten, auch Rephase natürlich. Hier in dem Fall mit Rephase begann Sound Mondo vor etlichen Jahren und wurde dann immer weiter aufgestockt sozusagen auf Montage, auf MODX, auf CP, auf YC. Sound Mondo ist eine Social Sound Sharing Plattform, auf der Sounds getauscht werden können von Usern weltweit. Jeder kann sich dort einfach anmelden über Yamaha My Account, sich einen Account anlegen und kann dann Sounds hochladen, runterladen und alles, was dazugehört. Man kann eben auch entsprechende kleine Demos verknüpfen auf YouTube oder SoundCloud. By the way, SoundCloud, auch SoundCloud hat, für SoundCloud haben wir einen Yamaha Synthesizers-Kanal, auf dem es jede Menge Demos von Instrumenten gibt, auf denen es Interviewserie gibt, Behind the Synth, wie hier jetzt gerade gezeigt, Interviews mit Künstlern, mit Mitarbeitern, freischaffenden Mitarbeitern, mit Sounddesignern, mit wem auch immer. Und last but not least, hier von Europa aus produzieren wir regelmäßig den Music Production Guide, ein kostenlos downloadbares PDF-Magazin, wo wir nicht einfach nur immer eine aktuelle Ausgabe haben, sondern eben auch eine sogenannte Music Production Guide History, über die sich alte Ausgaben sich herunterladen lassen, auch zu entsprechend Instrumenten, die vor etlichen Jahren eben aktuell waren, wie Motiv XS zum Beispiel, Motiv ES, was auch immer, Mox F, Flash und solche Geschichten. Ja, da sind wir schon fast am Ende. Eine Plattform habe ich hier noch, und zwar ist das die Qualtrics-Plattform, über die wir gern immer Fragen entgegennehmen, die wir dann in den jeweils nächsten Folgen der Tech Talk
Serie dann beantworten. Und ich hatte es ja schon hier und da nochmal gesagt, die Fragen müssen, obwohl dieser Service in Englisch auf der amerikanischen Yamaha-Sync-Seite gehostet wird, müssen die Fragen nicht in Englisch gestellt werden. Ihr könnt gern einfach in Deutsch schreiben. Ich habe tatsächlich eine Frage und die würde ich jetzt dann eben einmal ganz kurz auch nochmal, da würde ich einmal ganz kurz noch drauf eingehen. Und zwar war die Frage, es gibt keine Möglichkeit, Scenes zu beschriften. Und das wäre eben ein Wunsch oder ein Update-Wunsch oder Feature-Request, wie man so schön sagt. Es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, Scenes in dem Sinne zu beschriften. Und ich bin aber der Meinung, dass dieser Vorschlag bei Ideascale, ich meine, ich hätte es schon mal gesehen. Vielleicht ist es auch in irgendeinem Forum gewesen. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Aber aktuell haben wir die Möglichkeit tatsächlich nicht. Es ist natürlich so, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man arbeitet. Ich meine, eine Scene-Beschriftung müsste ja irgendwo dann wahrscheinlich im Display stattfinden. Und ich persönlich finde es einfach auch relativ schwierig, auch während eines Auftritts überhaupt im Display noch kleine Schrift zu lesen. Das heißt also, ich selbst würde es so nicht unbedingt nutzen, sondern entweder würde ich mir meine Performances so vorbereiten, dass ich eben weiß, welches Scene macht was. Oder was ich auch, als wir von Motiv auf Montage umgestiegen sind, ganz häufig einfach empfohlen habe, ist, dass man nicht eine große Performance für einen kompletten Song baut, die dann eben, wer weiß wie viele Szenen mit unterschiedlichen Konfigurationen enthält, sondern dass man sich das auf kleinere Performances aufteilt und die dann eben übers Live-Set einfach nacheinander abspielt. Das ist ja beim Live-Set dann so, da habe ich ja auch die Möglichkeit, mir hier Notizen reinzuschreiben unten. Oh, Entschuldigung, das sollte natürlich jetzt hier nicht gleich losgehen. Mal einmal ganz kurz hier das ausschalten, was hier noch eine Rolle mitspielen kann. Dann kann ich eben von Live-Set zu Live-Set switchen, seamless und alles. Und es ist ja so, dass man, wenn man jetzt ein Programm von, sei es 2 Stunden oder bis zu 6 Stunden, was auch immer spielt, es gibt ja so bestimmte Performance, die man eigentlich den ganzen Abend über sehr häufig verwendet, so Kombinationen vielleicht aus Klavier, Pad, Streicher, Bläser, was auch immer, so Standard-Performances, die man ja, wenn man jetzt sich große Performances für komplette Songs immer wieder neu baut, müsste man die ja auch immer dort wieder sozusagen mit einbauen oder damit anfangen und dann eben die Besonderheiten drumherum bauen. Und ich habe es seinerzeit, als wir begonnen haben mit Montage, immer wieder empfohlen, dass man durchaus sich bei umfangreicheren Songs das auf mehrere Performances aufteilt und sagt, das sind so bestimmte Standard-Performances, die brauche ich auch in anderen Songs, 25, 30, was auch immer. Und wenn ich dann die Besonderheiten habe, sprich beim einen Song brauche ich zwischendrin eine Orgel, beim nächsten einen Lead-Sound, beim nächsten irgendeinen Spezialeffekt oder was es auch immer ist, dann kann ich mir das einfach in die entsprechenden Live-Sets-Slots reinlegen und kann mich da dann eben von Performance zu Performance hangeln und nicht unbedingt den gesamten Song mit Scenes spielen. Ich kann natürlich innerhalb der Performance dann trotzdem mit Scenes nochmal arbeiten, aber so, dass das Ganze ein bisschen überschaubarer bleibt. Ja, das war es zu der Frage. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich kann nur sagen, schönen Abend, schönen Restabend und eine schöne Restwoche und wir sehen uns nächste Woche wieder zu TechTalk Live und wir freuen uns über Likes und Subscribes des Kanals natürlich und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank.